ist aber auch immer, sag mal, an der Stelle das Signal an diejenigen, obwohl ich habe noch keine Botschaft. Doch, jetzt habe ich sie. Die Botschaft von der Regie, die wir dort oben sehen, dass wir denn jetzt online sind und das Ganze ja auch mitgeschnitten wird, damit man das hinter sich nochmal angucken kann. Ich sage erstmal, ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen zu dieser Runde zum Thema Wohnen und Mieten. Ich habe begonnen, so eine Runde zu machen, einmal die Woche, nennt sich auf den Schnack. In Westfalen ist das bekannt, was das heißt. Einige andere woanders hier, da musste man das erst erklären. Aber auch, dass das funktioniert und geklappt, deshalb auch herzlich willkommen an all diejenigen, die uns da zuhören, zu sehen, weil es wird hier übertragen bei YouTube, zu sehen bei Instagram und an vielen anderen Stellen in den Social Media und dort auch zur Verfügung, wenn es in der nochmal angeschaut werden soll. Ganz herzliches Willkommen, Herr Köller von der GWL in Lippstadt, der Christian Klespe als SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender im Kreis Soest und an Michael Gross, mein Kollege aus dem Bundestag, der wohnungsbaupolitischer Experte der SPD-Bundestagsfraktion ist und in diesem Thema Wohnen und Mieten knietief seit Jahren, auch aus seiner kommunalen Erfahrung im Kreis Recklinghausen, verwurzelt ist. Ja, zu mir selber. Eben Wolfgang Helmich, mein Name, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Soest. Und deshalb denke ich mal, so wird auch das Thema der Kreis Soest und was dort notwendig ist, im Mittelpunkt stehen, weil die Botschaften, die wir dort allein im Kreis Soest in den letzten Tagen bekommen haben, in den wohnungswirtschaftlichen Berichten und anderen, weisen eigentlich dieselben Phänomene auf wie in vielen anderen Regionen dieses Landes aus. Die Preise von Immobilien schießen durch die Decke. Die Grund- und Bodenpreise schießen auch durch die Decke. Sozial verfügbarer, bezahlbarer Wohnungsraum wird immer knapper. Und in diesem Delta, dieser Enge, die sich da darstellt und da tut, gibt es zunehmend mehr Menschen, die an der Frage der Wohnungssuche und eines akzeptablen Wohnraums, nicht zu reden von all denjenigen, die in dem Markt auch unterwegs sind, die die Situation nur wirklich zunutze machen. Also immer mehr Menschen, die an die Situation kommen, dass sie auch ihren Bedürfnissen entsprechenden Wohnraum nicht mehr finden. Das ist ja genau eine Lücke, in die auch oder an der Stelle, an der auch kommunale Wohnungsunternehmen ansetzen, die wir ja in der vergangenen, jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode da auch gestärkt und unterstützt haben. Und genau bei der Frage, wie sieht es auf dem Wohnungsmarkt aus und was müssen wir da tun, auch für Entspannung zu sorgen, weil wir ja wissen, es geht nicht nur um die Mietpreise. Es geht auch um die Frage, wie schaffen wir schnell, zügig den nötigen Wohnraum, den wir da brauchen. Ich würde sagen, wir gehen einmal so durch die Runde durch. Dass jeder eingangs so 5 Minuten, sagen wir mal, die Möglichkeit aus seiner Sicht heraus Stellung zu nehmen oder zu sagen, wo er die Probleme sieht und auch die Lösungsansätze oder Notwendigkeiten, weil es ist ein Gespräch, es ist keine Fachkonferenz. Und dann denke ich mir, sollten wir ins Gespräch kommen über das, was auch mit Blick auf die Zukunft denn dann vielleicht notwendig ist. Es ist klar, es geht in einen Bundestagswahlkampf. Am Wochenende beschließen wir auf dem Bundesparteitag unser Wahlprogramm. Und da spielt das Thema Wohnen und Mieten ja auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle, weil es eine der zentralen Zukunftsfragen, gerade auch für Sozialdemokraten, ganz egal wo im Lande, für Sozialdemokraten ist. Ich würde gerne mit Herrn Köller anfangen. Ja, vielen Dank, Herr Helmich. Ja, ich will gerne ein paar Worte sagen. Also ich bin Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens hier in Lippstadt. 1600 Wohnungen stehen in unserem Eigentum und ich kann nur das bestätigen, was Herr Helmich sagt. Wir haben einen angespannten Markt, was den Mietwohnungsmarkt angeht, aber auch was das Wohneigentum angeht. Grundstücke sind knapp, Preise steigen und in den letzten, ja, Monaten, vielleicht 1, 2 Jahren, erleben wir noch ein Phänomen, dass der eher ländliche Bereich, die Mittelstädte, zu denen ich Lippstadt zähle, mit einer guten Infrastruktur,
immer mehr Nachfrage auch aus den Ballungsgebieten bekommen. Konkret macht sich das bei uns bemerkbar, dass junge Leute, die aus Lippstadt oder der Umgebung stammen, zunächst zum Studieren oder beruflich in die Großstädte gezogen sind und jetzt mittlerweile feststellen, sie kommen in die Familiengründungsphase. Und da ist so eine Mittelstadt sehr attraktiv, bietet eine hohe Wohnqualität, bietet eine sehr gute Infrastruktur. Und insofern spüren wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage in allen Bereichen. Und wir versuchen natürlich als kommunal verbundenes Unternehmen dem gerecht zu werden, indem wir das Angebot an Mietwohnungen ausweiten. Wir bauen, wir erschließen Grundstücke in Zusammenarbeit mit der Stadt Lippstadt, versuchen da alles Mögliche zu tun, um eine Angebotserweiterung zu bekommen, denn das ist letztendlich das Gebot der Stunde. Wir nur mit Regulatorien kommen wir nicht weiter, sondern wir müssen schon das Angebot ausweiten. Und da nehmen wir dann im Übrigen, um das auch noch zu sagen, gerne auch die Förderprogramme des Landes mit Unterstützung des Bundes in Anspruch. Also das ist so unsere tägliche Arbeit. Und vielleicht kommen wir ja gleich auch noch ein bisschen auf das Spannungsfeld bezahlbare Mieten und Klimaschutz zu sprechen. Würde mich freuen, wenn wir da auch noch. Ja, vielen Dank. Christian Klespe, Landrat, Kandidat der SPD für den Kreis Soest und SPD-Fraktionsvorsitzender. Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich auch intensiv in dieses Thema reingearbeitet. Mit welchen Problemlagen und Problemsichten seid ihr in der Fraktion da dran gegangen? Ja, also Ausgangspunkt war für die Kreistagsfraktion schon seit einfach Anfang der letzten Periode, dass wir doch eher dem Motto zuneigen, wenn es um die Bewältigung der Wohnungsbauproblematik geht, bauen, bauen, bauen. Aber Herr Köller hat es schon angedeutet, wir sind da in einem gewissen Zielkonflikt und das sage ich jetzt auch ehemaliges Regionalratsmitglied. Wir haben Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und der zur Verfügungstellung von ausreichend Wohnraum und Klima und dieser Zielkonflikt ist auch eine Ursache dafür, dass wir teilweise dieses Problem haben, was Herr Köller auch richtig zutreffend beschrieben hat, dass es eben zunehmend weniger freie Bauflächen gibt. Der Regionalplanung ist es klar, dass Flächenverbrauch entgegengewirkt werden muss. Und ich beobachte seit den letzten Jahren zunehmend, dass eben auf der Regionalplanung, sage ich mal, die Daumenschrauben angesetzt werden. Und ich befürchte, dass uns immer weniger Flächen zur Verfügung stehen. Das ist aber auch, und dann geht es halt darum, die Flächen so zu bebauen, dass sie optimal genutzt werden. Unser Ansatz im Kreis Soest, mehr Wohnungen zur Verfügung zu stellen, war eben der Gründung einer eigenen Baugesellschaft. Das heißt, nicht einer ausschließlich kreiseigenen, sondern so, wie es zum Beispiel der Kreis Unna hat, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Städten und Kommunen. Da fehlen uns aber eindeutig, und das ergibt sich aus diesen vielen Jahren, die wir schon damit vergeblich befasst sind, da fehlt es einfach an den politischen Mehrheiten. Da sind die ideologischen Barrieren doch sehr, sehr hoch und wir alleine als SPD kriegen das Problem einfach nicht gestemmt, weil ich muss ehrlich sagen, wir hätten die finanziellen Mittel. Die Situation ist ja auch günstig, weil wir Darlehen finanzieren können, ohne hohe Kosten im Augenblick. Aber weil einfach der politische Wille nicht da ist, können wir gerne nochmal drüber sprechen, wie sich im Einzelnen verhält, sind wir bis heute da nicht sehr viel weitergekommen. Wolfgang, du hast dein Mikro aus. Ich wollte bei dem Herrn Köller nochmal anfangen, bevor ich dem Michael das Wort gebe, weil Sie haben auf die Mittelstädte hingewiesen. Wenn ich auf den Kreis Soest und die Entwicklung in einzelnen Kommunen blicke, ist in der Tat in solchen Orten wie Lippstadt, Soest, Werl zum Teil, Möhnesee, Erwitte, also auch an einer bestimmten Verkehrsachsen sehr hoch. Ich sehe auch, was die Bahnverbindung angeht oder die Verkehrsverbindung spielt da, glaube ich, eine Rolle. Gucke ich allerdings solche Orte wie Rüthen,
mit einer eher, sagen wir mal, peripheren Lage. Es gibt ein großes Gefälle bei der Entwicklung der Preise, der Mietpreise, der Bodenpreise, unabhängig von der Frage der Baukosten. Sind es besonders, sagen wir mal, attraktive Wohnstandorte, in denen, Sie haben auf junge Leute hingewiesen, die da gerne wieder hinziehen, die da eine besondere Rolle spielen? Soest, Lippstadt sind ja nun mal auch zwei Universitätsstädte mit zwei Fachhochschulen, wo auch viele junge Leute hinziehen und dort natürlich vor Ort auch, sagen wir mal, Wohnraum suchen, der gerade in dem Segment auch ausgesprochen knapp ist. Die wollen ja keine 100 Quadratmeter, sondern kleinere Wohnungen. Also die Infrastruktur spielt sicherlich eine entscheidende Rolle, aber ich habe auch so den Eindruck, dass das gerade so ein bisschen sich wandelt durch die Möglichkeit des Homeoffice und eben nicht mehr die Notwendigkeit, jeden Tag zur Arbeitsstätte zu fahren, relativieren sich auch ein bisschen die Verkehrswege. Insofern glaube ich, dass nicht nur in unserem Kreis Lippstadt und Soest attraktiv sind, sondern ich glaube sogar, dass es sich in den fast sauerländischen Raum hineinzieht, weil dann einfach eine Nivellierung der Preise, der Bodenpreise und der Mietpreise auch dann wieder für Attraktivität für einzelne Familien sorgt. Also ich glaube, das ist ein normales Phänomen, das die Großstädte natürlich auch merken. Wenn man sich Duisburg ansieht, mit der Nähe zu Düsseldorf, profitiert natürlich auch sehr stark davon. Aber weil wir gerade auch über, also grundsätzlich wir in der Wohnungswirtschaft sagen natürlich, wir müssen bauen und wir müssen Flächen ausweisen. Aber uns ist natürlich auch völlig klar, gerade als kommunal verbundenes Unternehmen weiß ich das, dass wir nicht einfach wahllos in die Fläche gehen können, sondern wir müssen schon mit unseren Ressourcen sehr sparsam umgehen und müssen erstens gucken, wo weisen wir überhaupt was aus? Ist die Infrastruktur da für Familien, für die Nutzer, die wir dann nachher haben? Und zweitens müssen wir natürlich erst gucken, haben wir Flächen, die umgewidmet werden können? Brachflächen, Industrie, Gewerbe, Handel, die als solche nicht mehr genutzt werden, wo die Infrastruktur schon da ist, nicht neu gebaut werden kann. Also da haben wir in Lippstadt eigentlich in den vergangenen Jahren viel getan. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten dann bei Neuausweisungen, die bei der Bedarfslage letztendlich ja auch nicht ganz zu vermeiden sind, so ein paar Dinge zu tun, die einfach ja, unserem Ziel näher kommen, sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Wir haben einen Wettbewerb gemacht in einem Neubaugebiet, flächen- und energiesparendes Bauen. Auf kleinen Grundstücken Einfamilienhäuser aneinander gebaut, aber sagen wir mal sehr schön aneinander gebaut, dass jeder seinen Freiraum hat und trotzdem noch mit einem kleinen Grundstück auskommt. Das sind alles so Dinge, die man machen kann. Man kann eine Klimaschutzsiedlung implementieren, wenn man schon in die Fläche geht. Das haben wir gemacht in Lippstadt und das gibt es an anderen Stellen auch. Also wie gesagt, wir müssen da einen guten Weg finden, dass wir natürlich die Natur nicht einfach so in Anspruch nehmen. Aber wir müssen natürlich auch mit den Menschen planen und für die Menschen planen. Insofern, der Bedarf ist da und ich finde es eigentlich gut, wie die Tendenz jetzt ist. Also wenn wir davon ausgehen, dass innerhalb von ein paar Jahren eine Stadt in der Größenordnung von Wuppertal nach Berlin zieht an Einwohnern, dann ist ja kein Wunder, dass die Infrastruktur da nicht hinterherkommt. Das ist nicht zu leisten. Und wenn diese Pandemie was Gutes hat, dann merken wir, dass nicht mehr jeder jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit fahren muss, sondern dass da auch ein Denkprozess in Gang gekommen ist bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die, was dann auch dazu führt, dass andere Bereiche auch wieder attraktiv werden. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgleich. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wir müssen das Angebot ausweiten, aber mit unseren Ressourcen schon sehr sparsam. Wolfgang, darf ich da mal was gerade zu sagen, was Herr Köller da gesagt hat? Wolfgang? Ja, sicher. Ein Gespräch lebt vom Gespräch. Okay, also ich habe den Blick auf ganz Südwestfalen. Ich habe es eben gesagt, Regionalrat. Und der Kreis Soest hat da schon eine große Ausnahme, einen auch großen Ausnahmecharakter. Es hat also in meiner Erinnerung nach, also für die letzten 6 Jahre kann ich es definitiv sagen, es nicht gegeben, dass 60 Hektar in einer Stadt ausgewiesen worden sind. Und das ist in Soest jetzt passiert im letzten Jahr. Und das entspricht auch dem Bedarf.
Ich sehe das aber trotzdem kritisch. Und da ist jetzt, sage ich mal, das, was Herr Köller gerade gesagt hat, ein wirklich wichtiger Ansatzpunkt. Diese kommunalen Gesellschaften, wie die von Herrn Köller oder die UKWS in Unna, sorgen dafür, dass mit Augenmaß diese Flächen bebaut werden. Da stehen eben nicht Einfamilienhäuser bis zu 1000 Quadratmeter, sondern es gibt eine gesunde Mischung. Das ist sozusagen vorbildlich, was da diese kommunalen Unternehmen leisten, insbesondere zum Beispiel im Hinblick auf Mehrgenerationenhäuser. Die soziale Versorgung, die dort auch gesteuert von der Wohnungsbaugesellschaft stattfindet insbesondere unter diesem Gesichtspunkt, den wir eben angesprochen haben, Klimaschutz, flächenschonendes Bauen, ist sozusagen die kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Prototyp dessen, was wir brauchen, um diese Probleme, um diesen Zielkonflikt aufzulösen. Michael, aus diesen Schilderungen sieht man ja schon, es gibt eine solche Komplexität mit solchen vielfältigen Ansatzpunkten, nicht eine Schraube alleine, sondern es ist ein ganzes Räderwerk, in das man reingreifen muss. An welcher Stelle setzt die Bundespolitik oder hat sie eingesetzt und in welche Richtung soll es weitergehen? Ja, herzlichen Dank, Wolfgang. Also die Problematik wurde ja schon beschrieben. Als ich 2009 in den Bundestag kam, war das Thema Wohnungsbau, bezahlbares Mieten eigentlich kein Thema. Das fing 2011 an. Ich will das nochmal so chronologisch beschreiben. Das aus Köln, Frankfurt war schon immer bekannt, München auch, aber aus den größeren Städten Rückmeldungen kamen, wir können die Mieten nicht mehr zahlen. Und wir haben in Deutschland eben sehr regional unterschiedlichen Wohnungsmarkt noch. Wir haben über 1 Million leerstehende Wohnungen, aber eben auch Wohnungsmärkte, die immer enger werden. Die Angebote werden weniger und viele Menschen ziehen eben in bestimmte Städte, die auch eine Attraktivität bedeuten. Vor 10 Jahren wollte keiner nach Berlin ziehen. Inzwischen, das wurde schon von Herrn Köller gesagt, zieht eine Kleinstadt wie Mahl jährlich nach Berlin. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich der Wohnungsmarkt völlig verändert. Wir haben in Berlin 50% der Menschen, die eigentlich einen Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten inzwischen. Und man muss, das ist mein Hinweis, eigentlich immer die Angebote auch ins Verhältnis zu der Einkommenssituation setzen. Wir haben also in Duisburg mehr Menschen, die 40% des Haushaltseinkommens für Miete ausgeben, als in München zum Beispiel. Das ist also sozusagen immer das, was man vergisst. In Duisburg wohnen eben wesentlich mehr Menschen, die geringe Renten haben, geringe Einkommen als in München. Deswegen ist aber in München die Situation genauso prekär. Wir diskutieren hier natürlich insgesamt über Deutschland. Es gibt Fraktionen hier im Haus, die sagen, das muss der Markt regeln. Wir als SPD sagen, das funktioniert so nicht. Wir brauchen Korrektive. Das ist ja ganz klar. Und um das nochmal zu beschreiben, in Deutschland haben ungefähr 15 Millionen Kleinvermieter, was das auch immer heißt, also sind 15 Millionen Wohnungen in der Hand von Kleinvermietern, was das auch immer heißt, aber nur 5% der Wohnungen sind in der Hand von kommunalen Wohnungsunternehmen und 5% der Wohnungen auch nur in der Hand von Genossenschaften. Und ich sage immer, das Korrektiv auf dem Markt ist eigentlich viel zu klein. Wir brauchen eigentlich ein viel größeres Korrektiv. Deswegen, Wolfgang, hast du ja schon gesagt, wir haben versucht, eben auch gerade in Richtung Gemeinnützigkeit, Gemeinwohlorientierung zu argumentieren und auch das war immer auch das Ziel der SPD-Fraktion zu sagen, wir müssen eigentlich kommunale Wohnungsunternehmen, die Gründung und aber auch Genossenschaften unterstützen. Wir haben 3 Instrumente sozusagen. Wir haben einmal das rechtliche Instrument, also die soziale Funktion des Mietrechtes. Da haben wir einiges auf den Weg gebracht, die Modernisierungsumlage. Wir haben die Mietpreisbremse auf den Weg gebracht. Wir reden jetzt gerade über die Umsetzung eines bundesweiten Mietendeckels als SPD-Fraktion. Also wir wollen da eigentlich an die Kappungsgrenze, die ja zurzeit innerhalb von 3 Jahren eine Erhöhung um 20% der Miete erlaubt im Bestand. Die Mietpreisbremse richtet sich ja nur an die Neuvertragsmieten in angespannten Wohnungsmärkten. Das nutzen aber die Länder nicht. Kann man die Kappungsgrenze auf 15% senken? Da sagen wir, das ist immer noch viel zu hoch. Wir müssen uns eigentlich mehr an der Inflationsrate orientieren. Wir haben gerade das Baulandmobilisierungsgesetz auf den Weg gebracht, indem wir nochmal das Umwandlungsverbot schärfen, indem wir den Eigenbedarf wesentlich reduzieren. Das ist ja auch ein großes Thema in den Großstädten. Indem wir aber auch sagen, wir müssen schneller neu bauen. Und da sind wir wieder beim Thema, wer baut was für wen.
Mein Geschäftsführer, ich war dort früher Aufsichtsratsvorsitzender des kommunalen Wohnungsunternehmens, sagt mir in Mahl, das ist jetzt kein Hotspot, kann ich noch eine Wohnung für 8,50 Euro bauen, also 8,50 Euro Miete pro Quadratmeter. Die örtlichen Lobbyisten sagen, nein, nein, wir brauchen mindestens 11 Euro. Und dann sagt mein Geschäftsführer, nein, wir wollen uns ja keine goldene Nase verdienen, wir können das für weniger. Ich will nur dadurch deutlich machen, dass natürlich unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Interessen haben. Das Mietrecht ist das eine, das Baugesetzbuch ist das andere. Wir können aber auch Subjekt- und Objektförderungen anbieten. Das haben wir versucht noch zu verbessern. Da will ich jetzt vielleicht im Laufe der Diskussion nochmal drauf eingehen. Wir haben natürlich auch versucht, Eigentumsbildung zu verbessern durch das Baukindergeld. Wir haben aber auch die Bausparprämie verbessert, indem wir die Einkommensgrenzen erhöht haben, die Prämien. Wir versuchen also einen ganzen Katalog aufzubauen, um den unterschiedlichen Bedingungen gerecht zu werden. Aber zum Schluss sage ich nochmal, es ist wichtig, vor Ort zu entscheiden, wer für wen baut, was gebaut wird. Und eine der zentralen Fragen ist natürlich die Frage, was kostet Grund und Boden? Neben den Fragen, die wahrscheinlich Herr Köller nochmal aufwirft, was kostet Klimaschutz? Oder was kosten die ganzen Bauvorschriften? Aber ein wichtiges Thema in den Städten und Gemeinden ist eben, was kostet Grund und Boden? Spekulation muss verhindert werden. Das haben wir auch jetzt im Baulandsmodernisierungsgesetz in der Reform versucht, auch nochmal zu unterbinden durch das Baugebot und durch das Vorkaufsrecht der Kommunen. Wenn ich da mal gerade einhaken darf, also wir haben ja noch einen weiteren Aspekt, also im Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise haben wir ein wirklich sehr gut aufgestelltes Wohnungsbauministerium. Das ist im Moment Frau Scharrenbach, lange Zeit ja SPD geführt, also das ist unabhängig von der Regierungspartei, sind da sehr kompetente Mitarbeiter und wir haben eigentlich immer eine gute Förderkulisse gehabt in Nordrhein-Westfalen und im Moment rühren wir jedenfalls die Trommel für den sozialen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Bundeszuschüsse an das Land Nordrhein-Westfalen, das dann zu Zuschüssen oder Tilgungsnachlässen bei der Finanzierung von Wohnungsbauten führt und es gibt auch eine attraktive Modernisierungsförderung. Also wir sind durchaus, also wir nehmen das selber in Anspruch und wir werben dafür, das zu machen. Das rechnet sich auch für Privatleute und insofern hat sicherlich das Land und auch der Bund schon einiges getan. Und darum herum müssen wir jetzt so ein paar Regularien sicher noch finden, dass wir vielleicht ein bisschen zielgerichteter bauen noch. Wobei wir als kommunal verbundenes Unternehmen auch sagen, also wir bauen eigentlich nicht nur öffentlich gefördert, sondern wir haben ja auch den breiten Mittelstand, der nicht der ebenfalls auf eine preiswerte Wohnung angewiesen ist. Und für die wollen wir auch bauen. Und ich denke, das ist unter den Rahmenbedingungen so eigentlich ganz gut möglich. Und es gibt da durchaus Steuerungsmöglichkeiten. Ich weiß, dass in Soest beispielsweise Grundstücke von der Kommune sehr gezielt vergeben werden, auch mit Baukonzepten und da gibt es sogar eine Förderquote, meine ich, 25% muss im geförderten Wohnungsbau errichtet werden. Also man kann da einiges machen, man kann das über eine feste Quote machen, man kann aber auch gezielt Gebiete ausweisen. Neubaugebiet macht man das in der Regel ohnehin, dass man sagt, in Teilbereichen, da wo die besonders gut anfahrbar sind, beispielsweise kann auch Geschosswohnungsbau stehen und die Einfamilienhäuser, die dann auch dazugehören, dann im anderen Bereich. Also, dass man immer, sagen wir mal, zu einer angemessenen Ausnutzung auch kommt. Also, denn die Flächen in Anspruchnahme durchaus in vernünftiges Verhältnis zu den geschaffenen Wohneinheiten. Vielleicht darf ich kurz darauf antworten, Wolfgang. Also, wir beobachten natürlich mit Sorge die Entwicklung des sozialen Wohnraums, also es gehen jährlich mehr Wohnungen aus der Bindung, als wir neue schaffen. Aber ich adressiere nicht nur die Menschen, die sozialen Wohnraum brauchen, sondern die unteren und mittleren Einkommen. Das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen. Die Angebotsmieten laufen extrem. Also wir haben in Deutschland Angebotsmieten von 4,50 Euro bis 18 Euro. Das ist regional sehr unterschiedlich. Und wer, sag ich mal, knapp über den Mindestlohn verdient, der kommt bei 2,2 brutto raus. Für den ist das natürlich schon viel, wenn er da 6, 7 Euro
bezahlen muss. Aber eben die soziale Wohnraumförderung macht uns deswegen Sorgen, weil wir als Bund eben erst in den letzten 3 Jahren dafür gesorgt haben, dass die Milliarde, die wir geben, auch zweckgebunden eingesetzt wird. Und leider ist es eben auch so, NRW hat 2016 noch knapp 10.000 neue Wohnungen geschaffen. Das ist jetzt durch eine Delle gegangen. Also es waren vor 2 Jahren 6.000 neue Wohnungen. Und jetzt sind es gerade mal wieder, glaube ich, knapp 8.000 oder 9.000 Wohnungen. Und das ist viel zu wenig, also zu wenig ambitioniert. Da gibt es auch noch andere Bundesländer, ich könnte jetzt auch Baden-Württemberg nennen oder auch Bayern. Da muss wesentlich mehr passieren. Und deswegen nochmal, die meisten Wohnungen, die sozial gebunden sind, 60% sind in der Hand von kommunalen Wohnungsunternehmen. Und das interessiert den privaten Investor nicht, weil eben die Auflagen, die Bindung zu schwierig ist für ihn. Ja, und in Berlin zum Beispiel, 50% der Wohnungen sind in der Hand von, ja, ich sag mal, Private Equity und dubiosen Fonds, die werden sich nie eine soziale Bindung an die Füße hängen. Ja. Also das wollte ich nur noch mal kommentieren. Naja, aber mir geht es auch nicht darum, wir wollen ja nicht nur klagen, sondern wir wollen ja gucken, wie es weitergeht. Ne? Also ich glaube, dass in vielen Bereichen auch durchaus der Bund schon eine Menge getan hat, eben durch die Zuschüsse an die Länder sind die Möglichkeiten da, gefördert zu bauen. Und jetzt müssen wir eben vor Ort hier auch so ein paar Weichen stellen, damit das umgesetzt wird. Also wir haben beispielsweise auch schon Konzeptvergaben gemacht, dass wir gesagt haben, in bestimmten Baugebieten ist Geschosswohnungsbau zulässig und dann kann halt ein privater Investor, wenn er zum Beispiel ein besonderes ökologisches Konzept hat oder öffentlich gefördert baut, dann kann er die Grundstücke erwerben und siehe da, es ist auf einmal attraktiv auch für private Investoren. Ne? Oder teilweise haben wir auch schon private Investoren, die gesagt haben, also ich will etwas Vernünftiges tun für meine Stadt und ich bin bereit, über einen gar nicht so kurzen Zeitraum auf die Höchstmiete zu verzichten, sondern ich deckle meine Miete bei 6,50 Euro und dann sind wir beim Mittelstand. Also das kann der Mittelstand hier bezahlen. Das sind eigentlich Ansätze, die ich so kenne aus Lippstadt und durchaus auch aus anderen Kommunen und da müsste vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommen. Also Möglichkeiten haben wir da. Die Stadt hat die Planungshoheit, insofern hat die Kommune durchaus, man kann immer was tun. Also Michael hat total recht, wenn ich das nochmal sagen darf, Wolfgang. Wir, also es ist ja nicht unser Ziel, also jetzt auch aus der SPD im Kreis Soest, nicht das Ziel, bestimmte Bereiche zu bedienen, sondern wir müssen die gesamte Bevölkerung mit Wohnraum versorgen. Aber es ist eben so, dass private Investoren eher da einen Schwerpunkt haben und die kommunalen Gesellschaften sozusagen die ganze Palette bedienen. Das ist ja, jetzt muss ich nochmal, tut mir leid, ein Loblied auf die kommunalen Gesellschaften singen, aber die bedienen halt diese gesamte Palette, einiges auch im höherpreisigen Segment, aber vieles auch, UKBS weiß ich jetzt, weit unter 6 Euro. Das letzte Mal, als wir mit denen Kontakt hatten, waren 5 Euro, ich weiß nicht was, 30 oder so. Und führen dann aber gleichzeitig, wenn auch doch immerhin doch noch stattliche Sümmchen an die Städten und Kommunen ab. Etwas Profit bleibt dann auch bei den Kommunen hängen, ganz, ganz wenig. Aber sie sorgen dafür, dass in einer breiten Palette Versorgung der gesamten Bevölkerung stattfindet. Und an der Stelle sage ich jetzt, Michael hat das eben schon angedeutet, es wäre halt wirklich hilfreich, wenn in Bezug auf Neugründungen der Bund sich vielleicht dazu entschließen könnte, solche Neugründungen von kommunalen Gesellschaften zu fördern. Das würde uns vielleicht auch die Argumentation in der Richtung erleichtern, wie du es schon eben gesagt hast, Michael, dass es bestimmte ideologische Widerstände gibt, die uns daran hindern, solche Planungen zu verwirklichen. Ja, es läuft ja auf einen Mix hinaus. Also die ganze Differenziertheit der Lage, die auch regional und sogar innerhalb einzelner Städte sehr unterschiedlich ist, realisiert wird das konkrete Bauen, das Bauen in den Kommunen. Und ich glaube, der zentrale Ansatz, was die Steuerung angeht, je nachdem, welche Ziele man damit verfolgt, ich glaube, eine Kommune muss ja auch die Ziele
einer, ich sag mal, sozial ausgewogenen und auch ökologischen Stadtentwicklung oder Dorf- oder Gemeindeentwicklung verfolgen und braucht deshalb die entsprechenden Instrumente in der Hand. Das heißt, planungsrechtlich Instrumente, wie auch eine Bodenvorratspolitik betreiben zu können. Das ist auch eine finanzielle Frage und eine Frage der Steuerung bei der Ausweisung von Baugebieten. Also ich habe jetzt gerade an mehreren Stellen miterlebt, wo es um Beschwerden ging von Einzelnen, die zum Beispiel Baugrundstücke kaufen wollen. Die sind dann in ein Bieterverfahren gegangen und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so wie am Sklavenmarkt. Da sitzen sich 10 Leute gegenüber und dann gibt es denjenigen, der das Baugrundstück hat und sagt, so, jetzt sagt mir mal, was ihr aus der schon tun wollt. Und dann sitzen die sich gegenüber und versuchen sich gegenseitig zu überbieten. Und dann gesagt, das kann eigentlich, so kann man mit einem knappen Gut nicht umgehen. Und da denke ich immer an den Hans-Jochen Vogel, der ja also durchaus Vorschläge da auch dazu gemacht hat, wie man eigentlich mit dieser Form, ich sag mal, des explosionsartig steigenden Mehrwertes von Grundstücken umgehen muss, nämlich dieses Sahnehäubchen oben abschöpfen, damit so etwas gar nicht mehr erst einmal attraktiv für Einzelne auch Inhaber von Grund und Boden ist. Reichen da, oder ist das Instrumentarium, das Ordnungspolitische an der Stelle ausreichend für die Kommunen, um steuern zu können? Oder müssen wir da auch auf der Bundesebene um gesetzgeberische Maßnahmen nochmal nachlegen, müssen wir dann nachschärfen, um sagen wir den Kommunen auch dass die Instrumente der Steuerung des kommunalen Wohnmarktes, auch des Wohnungsmarktes, sagen wir, in die Hand zu geben. Fehlt da etwas, womit wir noch ein Stück das Instrumentarium schärfen können? Also wenn ich was dazu sagen darf, also für unsere Region würde ich das verneinen. Also ich glaube, die Kommune hat die Instrumente, die werden auch genutzt. Hier, ob die hier und anderswo jetzt in vollem Maße ausreichend genutzt werden, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass das für die breiten Schichten der Bevölkerung gebaut wird. Wie gesagt, also wir müssen sehen, dass wir sozialen Wohnungsbau ermöglichen. Aber es gibt eben auch die Leute, die so knapp über diesen Einkommensgrenzen sind, die versorgt werden müssen. Und das schafft man eigentlich mit einer gezielten Grundstücksvergabe. Wir sind überhaupt kein Freund davon, Bieterverfahren zu machen. Wenn ich das tue, auch von Seiten der Kommunen, da brauche ich mich nicht wundern, dass nachher große Klötze da stehen, städtebaulich fragwürdig, denn das ist so, wenn ich einen ganz hohen Preis schon fürs Grundstück zahlen muss, dann muss ich eine hohe Ausnutzung machen und dann hapert es vielleicht nachher an der Qualität. Wir sind, und so haben wir es auch gemacht bei unseren Grundstücksvergaben hier, wir haben einen Preis vorgegeben, es gibt die Festsetzung des Bebauungsplans und dann wird nach Konzept das Grundstück vergeben, gerade auch die Mehrfamilienhausgrundstücke und dann kommt man in der Regel auch zu guten Lösungen. Also von daher, die Stadt hat, die Kommune hat die Planungshoheit, sowohl wenn es in die Fläche geht, also wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden, als auch bei der Umwandlung. Ich glaube, das ist schon ein ganz schönes Fund, den man machen kann. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass die Kommunen natürlich selber entscheiden, wie gehen wir mit Grund und Boden um. Die Frage ist natürlich auch, muss man alles verkaufen, sondern kann man nicht auch wesentlich mehr über Erbpacht vergeben? Bauland, also Baukonzepte sind ja gerade schon adressiert worden. Wir haben als Bund auch die Grundsteuer C eingeführt ab 2025, um die Spekulationen etwas einzudämmen. Das sind alles Instrumente, die natürlich auch in die Zukunft weisen. Jetzt nochmal, ich wiederhole das nochmal, wir haben auch jetzt in dem Bauland-Mobilisierungsgesetz gesagt, die Kommunen müssen das Instrument des Vorkaufsrechts haben oder auch des Baugebots, um eben hier den Spekulationen auch ein bisschen den Riegel vorzuschieben. Das ist natürlich eine Frage an die Kommunalpolitik, was da sinnvoll ist. Da die Instrumente oder die Dinge aus dem Instrumentenkasten müssen natürlich vor Ort genutzt werden. Da kann man auch von Bundesseite nur Angebote machen. Ob die Grundsteuer 10 nun die richtige Antwort ist, wird sich erweisen. Ich glaube schon, Wolfgang, du hast das ja angesprochen, das Thema Spekulation mit Grund und Boden ist ja ein sehr altes. Und wir haben Regionen, in denen also der Bodenpreis die Hälfte des Neubaupreises ausmachen.
Und das ist ja schon, also ich weiß jetzt nicht, wie das im Kreis Rust ist, aber das ist schon ein Riesenschluck aus der Pulle. Da ja auch im Kreis Soest sind im Laufe der, sag mal, der letzten 5 Jahre, wenn ich so richtig überblicke, die Bodenpreise um bis zu 40%, glaube ich, gestiegen. Das ist eine steile Kurve, die natürlich, ich sag mal, die privaten Häuslebauer auch in einem bestimmten Alter, ich sag mal, zum Beispiel Familiengründungsphasen, wo man dann vielleicht auch ein Häuschen baut, schlichtweg in die Situation werfen, dass sie sich das nicht leisten können, weil die Preise durch die Decke schießen. Dadurch natürlich auch über Neubau im Wohnungsmarkt nicht die Entlastung entsteht, die man eigentlich sich über Neubau erwünscht, auch in bestimmten Altersgruppen, in bestimmten aus sozialen Segmenten. Und diese Frage erreicht ja immer mehr, sagen wir, Familien mit einem durchschnittlichen, sagen wir, klassisch mittelständischen Einkommen. Weil in derselben Weise ja die, sagen wir, die Einkommen nicht steigen, um diese explosionsartig da wachsenden Kosten einzufangen. Deshalb sagen wir, dass das Begehren oder mit welchen dann auch ordnungspolitischen Instrumentarien kann man an der Stelle einen Deckel drauf tun. Der Micha erzählte gerade über, auch über das Thema eines Mietendeckels oder einer Mietbremse, um da nicht etwas weglaufen zu lassen, was die Menschen völlig abhängt und am Ende in die Situation bringt, dass sie ihre Wohnung vielleicht auch verlassen müssen, ohne eine andere zu finden. Stellt sich lokal unterschiedlich dar. Aber ich sag mal, ich sehe das, ich wohne ja selber in der Stadt Soest mit dem großen Glück in der Innenstadt, innerhalb der Welle. Das ist schon eine Ringeltaube, da wohnen zu können. Da liegen die Mietpreise bei 12, 13, 14, 15 Euro. Dann gehe ich außerhalb der Welle 100, 200, 300, 400 Meter weiter. Auf einmal sinken die Mieten um 5 bis 6 Euro runter. Das hat was mit der Attraktivität von Wohnlage zu tun. Aber so fällt ja dann, wenn man Pech hat, Stadtentwicklung völlig auseinander. Mit den sozialen Folgen. Das muss einem schon Sorgen machen, wenn das so passiert, weil es auch bestimmte soziale Gruppen immer weiter aus einzelnen, sagen wir, attraktiven Wohnquartieren rausdrängt und damit die Stadtentwicklung, der Begriff war, glaube ich, mal Segregation in den vergangenen Jahren, aber die natürlich dann weiter fortschreitet. Das hat was auch mit der sozialen Welt Stadt oder der sozialen Welt Dorf, sieht zwar etwas anders aus, aber ist vor allem, glaube ich, ein städtisches Problem. Beim Blick über den Kreis Soest, je mehr ich natürlich an die, auf die Dörfer komme, umso mehr habe ich ein anderes Problem. Nämlich Eigentumsübergang innerhalb von Familien auf Kinder Eigentum halten zu können. Da habe ich es weniger mit Wohnraum, mit Mietwohnraum zu tun, nur in sehr begrenztem Maße. Aber auch der Wandel von Dörfern, der muss ja gerade beim Thema Wohnen gestaltet werden. Da wäre für mich noch eine Frage an den Christian, wie eigentlich auch bisher als Landratskandidat durch viele Dörfer gekommen, mit welchen Beobachtungen du an der Stelle konfrontierst, was da die Situation im Kreis Soest anging? Konkretisiere die Frage nochmal ganz allgemein, die Situation auf den Dörfern oder jetzt in einem speziellen Blickpunkt? Nein, allgemein die Situation in den Dörfern, also mal mit dem Schwerpunkt ihrer Entwicklungsperspektive auch als Wohnstandorte. Also da muss ich wieder zu dem zurückgehen, was ich eben schon gesagt habe. In Südwestfalen gibt es eigentlich aus meiner Sicht eine ziemliche Grenze, nämlich die ist irgendwo südlich des Möhnesees, also eigentlich der Kreis Soest. Der Kreis Soest entwickelt sich eigentlich ganz anders als die übrigen vier südwestfälischen Kreise. Und das, was ich jetzt beschreibe, betrifft dann die ländlichen Gebiete im Kreis Soest, eben nicht die zum Beispiel im tiefen Sauerland. Das ist eine völlig andere Situation. Also
Möhnesee ist ja dann noch mal spezieller, weil Möhnesee ja ganz attraktives Wohngebiet ist und nach Soest mit den höchsten, oder Lippstadt im Altkreis Soest, glaube ich, mit den höchsten Zuwächsen bei den Grundstückspreisen. Wenn ich jetzt von Möhnesee spreche, hier herrscht auch Wohnungsmangel. Ich werde als Politiker regelmäßig angesprochen, weißt du, wo ich eine Wohnung kaufen kann, wo ich ein Haus kaufen oder eine Wohnung mieten kann. Das ist ein ständiges Problem und das ich kann jetzt nicht so richtig beurteilen, wie weit das jetzt bis nach Rüden oder Warstein geht, aber Bauflächen zu finden, diese Problematik besteht ja überall und also im Ergebnis, um die Frage zu beantworten, zumindest für den Kreis Soest ist das Wohnungsproblem real und überall vorhanden, ohne Ausnahme. Und in dem Zusammenhang nochmal vielleicht die Anregung. Ich weiß nicht, ob die Denkrichtung richtig ist, aber wir sehen doch, dass im Zuge beschleunigt jetzt der Corona-Krise die Innenstädte, das hat aber auch was mit dem Strukturwandel Online-Verkäufe zu tun, dass die Innenstädte immer ausgedünnter werden. In Warstein, in Rüden ist die Situation ja fast dramatisch, was den Wegzug von Gewerbe aus den Innenstädten angeht. In Soest ist es nicht so dramatisch. Jetzt aber wieder ein ganz aktueller Vorschlag in dem Zusammenhang, das größte Objekt, das größte Kaufhaus umzuwandeln in einen für Wohngebäude zur Verfügung zu stehen. Stell mir das etwas schwierig vor, aber ich glaube, das könnte eine Lösung sein, dass zumindest ein Teil der Gewerbeflächen, die in den Innenstädten wegfallen, zu restrukturieren. Und da braucht es möglicherweise auch Mittel des Landes und des Bundes. Das ist eben schwierig, da eine, denke ich, das ist auch alles noch nicht zu Ende gedacht, ist es schwierig, da eine Lösung zu finden, die einerseits der Attraktivierung der Innenstädte gerecht wird, andererseits genügend Wohnflächen schafft. Habe ich dir deine Frage beantwortet, Wolfgang? Ja, das führt mir an eine Frage an Michael. Weil gerade die Frage der Innenstadtsanierung und der Innenstadtgestaltung, der Bund hat ja viel Geld da reingesteckt und mir zur Verfügung gestellt. Ist da, und die Problemlagen sind ja, sehe ich in mehreren Städten, diese in den 70er Jahren, sagen wir mal, gebauten Kaufhäuser, sagen wir mal, ich will auch mal den Begriff Bausünde dazu nehmen, aber damals wurde das anders gesehen, zur, sag mal, Reattraktivierung der Innenstädte vielleicht auch nochmal eine Schippe drauf zu tun. Also wir diskutieren das gerade, das ist, geht natürlich auch an uns nicht vorbei, das Thema der Innenstädte. Wir haben das ja gerade auch im Rahmen der Corona-Krise auch mit der Frage anfangs nur verbunden, müssen wir nicht die Gewerbemieter auch schützen, ähnlich wie die Mieter. Wir hatten ja sozusagen ein Mietmoratorium. Das entwickelte sich natürlich jetzt zu einer ganz anderen Diskussion, weil wir eben auch die Erfahrungen sehen und zurückgemeldet bekommen, dass natürlich die Innenstädte, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas brachial ausbluten. Das Problem ist ja lokal völlig anders. Es gibt Städte, die schon lange, auch vor Corona, Probleme hatten, lebendige Innenstädte zu halten, sie zu entwickeln. Corona hat das beschleunigt. In anderen Städten ist das natürlich eine neue Entwicklung. Wir haben seit, was weiß ich, 30, 40 Jahren die Städtebauförderung, jedes Jahr 97 Millionen. Wir haben die dieses Jahr, glaube ich, nochmal reformiert. Es gibt drei große Förderziele. Aber insgesamt ist uns klar, dass es nicht ausreicht. Wir haben nur noch keine, ich sag mal, endgültige Idee, wie wir denn nun auch einmal die Innenstadtentwicklung baulich, aber auch hinsichtlich derjenigen, die dort Einzelhändler sind, ich rede jetzt nicht über die großen Ketten, da unterstützend wirken können. Wir werden das Kaufverhalten der Menschen nicht ändern. Also es gibt eben das rote Sofa, sagte immer Mike Roschek, von dem aus am Sonntagnachmittag oder Sonntagnachts dann auch bestellt wird und dieses Kaufverhalten nimmt zu. Andererseits müssen wir natürlich sehen, dass wir auch in den Innenstädten Leben haben. Du hast, Christian, das ja schon beschrieben. Man muss sich da schlaue Gedanken machen. Kann man das zum Wohnraum umnutzen? Braucht man eben auch andere Angebote, die Freizeitgestaltung bedeuten? Ich glaube nur, das ist jetzt ein bisschen Prophezeiung, dass wir uns von den alten Innenstädten etwas verabschieden müssen, wie wir sie kennen. Das hat Corona beschleunigt. Und jetzt bin ich nicht der Städteplaner oder Stadtentwickler,
Aber da gibt es ja gute Ideen, die man auch jetzt verbinden kann mit neuen Anforderungen, die wir haben, Klimaschutz, aber auch die Frage, wie entwickelt sich Mobilität, wie wollen wir auch Familien mehr in Innenstädten wieder sehen, auch in den Abendbereichen, in Freizeitbereichen. Also das sind ja alles Fragen, die wir jetzt vielleicht beantworten müssen und können, und das ist vielleicht auch eine Chance und nicht nur ein Verlust. Also ich sehe das ganz deutlich als Chance auch, wenn jetzt in den Innenstädten tatsächlich Objekte frei werden sollten, könnte es dazu führen, dass wir eine konzentriertere Innenstadt bekommen und sich darum drumherum wieder neue Wohnmöglichkeiten ergeben. Also das kann durchaus eine Chance sein, denn es gibt ja eine große Klientel, die in die Innenstadt zieht. Wohnen in der Innenstadt ist wieder modern, gerade in einer zunehmend alternden Gesellschaft. Es gibt tolle Beispiele in Lünen, das ehemalige Hertie-Kaufhaus, wer sich das mal angesehen hat, mitten in der Innenstadt. Eine tolle Wohnanlage in den Obergeschossen mit ein bisschen Gewerbe auch noch dabei und unten Dienstleistungen mitten in der Innenstadt. Eine wunderbare Geschichte. Und so, glaube ich, gibt es an vielen Standorten dann auch wieder Möglichkeiten, beides zu bedienen. Also eine etwas heruntergekommene Immobilie wieder flott zu machen, mit attraktiven Wohnen zu versorgen und trotzdem die Infrastruktur da zu stärken. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und da müssen einfach die Akteure an einen Tisch, also Stadtplaner, Eigentümer, und dann sollte es gute Lösungen geben, gerade in einer Situation, wo uns Wohnraum fehlt. Also da müssen wir eigentlich jede Chance nutzen, solche Flächen dann auch angemessen umzuwidmen, damit wir nicht zu sehr in die Fläche gehen müssen. Um das eine eben auch noch zu sagen, wir haben ja durchaus auch jetzt die Klientel dieser jungen Leute, die jungen Familien, die ins Wohneigentum drängen, die häufiger anstrengende Arbeiten haben, hart arbeiten müssen, einen guten Verdienst haben und dann auch gut wohnen wollen und eine gute Infrastruktur nachfragen. Und das ist eine Chance für die kleinen und Mittelstädte. Da können die eigentlich über die nächsten Jahre ihre Infrastruktur wunderbar auslasten und sind da eigentlich jeder Großstadt überlegen, wenn die Städte so ihre Hausaufgaben machen. Das ist schwer genug, aber ich glaube, da liegt auch immer eine Chance. Wobei, darf ich das sagen, Wolfgang? Wolfgang, für mich ist das, danke, für das, was Herr Köller gerade angesprochen hat, ist für mich ganz wichtig. Wir haben zwar gesagt, Soest und Lippstadt sind sehr attraktive Städte, gar keine Frage, und wir haben hohen Zuzug. Aber wir brauchen auch, um vielleicht auch den Zuzug auf das Umland zu verteilen. Wir haben auch eben gehört, dass viele junge Familien ja bereit sind, auch sich aus den Städten zurückzuziehen, aufs Land zu gehen. Gibt es viele gute Gründe für, dass wir dafür die Infrastruktur brauchen, um da die Nutzung der Wohnflächen also gut zu machen. Und dafür reichen alleine die Städtebaumittel nicht, die ja in der Vergangenheit wirklich reichlich geflossen sind, aber unter einem anderen Schwerpunkt in der Regel, nämlich das Freilegen von Innenstadtgewässern, Grün in die Städte bringen. Das ist ja alles richtig und sicher notwendig. Aber an diese Umwandlung von zur Umwandlung von städtischen Bauten im Sinne von Wohnbebauung hat das nach meiner Wahrnehmung bisher nicht geführt. Und für mich ist das ein Gesamtkonzept, dass wir einerseits innerstädtisch vielleicht die Potenziale nutzen, aber andererseits durch ausreichend Infrastruktur, und da reichen dann die Städtebaufördermittel nicht mehr aus. Da geht es dann zum Beispiel um solche Sachen wie ÖPNV-Förderung, Ausbau von Linien und Takten und so weiter, dass das ein Teil, diese Infrastrukturunterstützung ein Teil auch der Lösung des Wohnungsbauproblems ist. Also ich will nur kurz hinweisen, wir haben natürlich die Mittel jetzt wesentlich erhöht, die Regionalisierungsmittel und auch die Mittel für die kommunalen Verkehrsinfrastrukturen. Aber das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, wenn man den Bedarf sieht, das ist natürlich richtig. Aber das muss natürlich auch von den Ländern nochmal unterfüttert werden. Da kann man den Bund nicht nur alleine lassen, das will ich nochmal betonen. Ne? Aber wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende. Uns ist allen klar, also das werden wir auch jetzt nicht mehr bis zum Ende der Legislatur schaffen, dass wir hier nochmal ganz neu denken müssen zu der Entwicklung der Innenstädte, weil das Problem wird uns, glaube ich, auch die nächsten Jahre nochmal sehr stark beschäftigen. Gerade wurde ja schon die ganze Situation auch mit zum Thema Homeoffice angesprochen. Die Frage ist, kann man nicht
auch Arbeitsplätze dezentralisieren. Das sind ja alles neue Ideen auch in der Arbeitswelt. Vielleicht sind die auch gar nicht so neu, aber Entwicklungen, die jetzt massiv auftreten, das wird natürlich auch Auswirkungen, zumindest das, was man im Alltag beobachtet oder auch liest, massiv auf die Frage haben, wo wohne ich, wo will ich leben? Ich habe letztens noch eine Umfrage gesehen, über 50% der Deutschen, die befragt worden sind, also war repräsentativ die Umfrage, würden sich wünschen, in ein oder zwei Familienhaus in der Peripherie. Dann gibt es natürlich viele, die auch in der Innenstadt gerne wohnen. Aber das sind natürlich Fragen, die wir beantworten müssen. Ja. Die Diskussion der Grünen haben wir ja miterlebt. Ja. Der Verbot von ein- und zwei Familienhäusern wird wahrscheinlich nicht zielführend sein. Aber die Frage müssen wir ja beantworten. Wo wollen die Menschen leben? Wie wollen sie leben? Und was ist dann auch vereinbar mit der Bezahlbarkeit und ökologischen Fragen? Naja, aber die große, wenn ich das eben sagen darf, Herr Helmich, also die große Aufgabe ist ja die Attraktivierung der jetzt vielleicht ausgebluteten Städte, also die nicht die Magneten sind. Ne? Also wir haben hier im Kreis Soest, in Beleke, ein großes Infineon-Werk. Das sind hervorragende Arbeitsplätze und die Leute von Infineon sagen uns, wir haben einen tollen Arbeitgeber und wir würden nie den Arbeitgeber wechseln, aber wohnen möchten wir in Lippstadt. Und das finde ich natürlich klasse, aber im Grunde genommen müssten Warstein, Beleke da hinkommen und diese jungen Familien, die da arbeiten, die einen guten Arbeitsplatz haben, an sich zu binden, mit Kita-Angeboten, ja, Voraussetzungen für einen guten Einkauf da zu schaffen, die Verkehrsinfrastruktur auf Vordermann zu bringen, denn es drängt sich keiner danach, morgens eine halbe Stunde zur Arbeit zu fahren. Es ist viel schöner, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Ja. Also das sind Aufgaben, die im Prinzip jede Stadt hat, in welchem Umfang auch immer, aber da meine ich, haben die Kommunen durchaus auch Möglichkeiten. Also wenn die wirtschaftliche Entwicklung so ist, wie sie bei uns im Kreis Soest ist, dann haben wir auch Möglichkeiten. Hieße das für die Bundesebene bei der Frage der vielen Fördertöpfe, sag ich mal, die es gibt, mehr wieder darüber nachzudenken, wie man sie, sag mal, in solchen Stadtentwicklungsprogrammen auch kombinieren kann und zusammenlegen kann, dass also eine stärkere Abstimmung der Förderkulissen wieder untereinander auf mit der Zielrichtung, sag mal, der Stadtentwicklungs-, der Dorfentwicklungs-, der Raumentwicklungsprojekte? Ja, Wolfgang, du hast völlig recht. Das haben wir in der letzten Legislatur auch nochmal versucht mit Barbara Hendricks als Bauministerin auch nochmal so integrative Förderansätze zu fahren. Das ist natürlich relativ schwierig, weil jeder Minister und jede Ministerin auch auf ihrem Fördergebiet dann sozusagen die Hand hat. Aber im Grunde hast du recht. Also ich fange mal vorne an. Eigentlich müsste man nochmal über die Finanzierung der Kommunen generell reden, weil Baulandfonds können nur Kommunen schaffen, die auch genügend finanzielle Mittel haben. Da geht es schon los. Das ist natürlich durch Corona nochmal besonders verschärft in vielen Kommunen, dass eben die finanzielle Voraussetzung nicht da ist. Aber auch um selber vielleicht Entwicklung voranzutreiben, der Bund und vor allen Dingen das Land müssen natürlich dafür sorgen, dass erstmal genügend Mittel da sind. Das Zweite ist, dass man das besser aufeinander abstimmen muss. Im Bereich des Städtebau, der Städtebauförderung gibt es ja jetzt immer die integrierten Stadtentwicklungskonzepte. Das ist schon mal der Versuch, so ein Stadtteil, so eine Stadt insgesamt zu entwickeln. Das war ja bis vor 10 Jahren auch nicht so oder 5 Jahren auch nicht so die Regel, sondern dann hat man eher über die U-Bahn und dann über die Innenstadt nachgedacht. Und wir als Bund müssen uns daran orientieren und sagen, eigentlich müsste man die Förderprogramme mehr zusammenführen. Da hast du völlig recht. Also Wolfgang, das ist jetzt total gewagt, was ich jetzt sage, auch im Bezug auf sozusagen meine Eigenschaft als Kommunalpolitiker. Wir reden ja in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder darüber, wie wir die finanzielle Situation der Kommunen verbessern und über den kommunalen Finanzausgleich. Da wird sehr viel drüber gesprochen. Das ist vielleicht auch jetzt eine Einzelmeinung, die ich dazu habe. Aber wenn wir, bevor wir dieses schwerwiegende Problem lösen, wäre es vielleicht sinnvoller, dass man sich überlegt, in den Bereichen zu fördern, die wir uns wirklich auf den Nägeln brennen. Das ist Wohnungsbau, das ist Infrastruktur, das ist Klimaschutz. Und wenn der Bund und die Länder für diese Bereiche gezielt den Kommunen Geld zur Verfügung stellen würden, dann käme das direkt und schnell dort an und würde auch in gewisser Weise sozusagen die Politik oder das Ausgabeverhalten der Kommunen steuern.
Michael lächelt. Ich weiß, dass das von vielen, von den meisten anderen gesehen wird, aber ich gebe es trotzdem mal in die Runde. Nein, ich rede nicht, weil das anders ist, sondern das ist uns ja grundgesetzlich verboten, ja, direkt an die Kommunen das Geld zu verteilen. Das wäre eine schöne Sache. Wir dürfen ja sozusagen auch nur temporär fördern. Bei der Städtebauförderung gibt es sozusagen immer eine Eselsbrücke, auch bei den Regionalisierungsmitteln. Man muss eigentlich immer einen Anfang und Ende haben. Das ist grundgesetzlich so. Und wir würden uns natürlich hoffen, jetzt sage ich mal, dass nicht so viel Geld bei den Ländern auch liegen bliebe, bei bestimmten Förderprogrammen, sondern die Mittel 1:1 auch bei den Kommunen ankommen. Das würden wir uns wünschen. Also, dass es da verfassungsrechtliche Probleme gibt, ist mir vollständig klar. Aber ihr habt es ja auch teilweise schon gemacht, genau über Eselsbrücken. Es gibt ja zum Beispiel Bundesmittel im Bereich E-Mobilität oder ÖPNV oder solche Sachen. Ich finde, das war auch gar keine Kritik jetzt gerade, Michael, sondern einfach nur die Überlegung, das bei diesem Ziel, bei diesen Maßnahmen vielleicht das noch zielgerichteter zu machen oder eventuell was draufzusatteln. Das war eher das, was ich sagen wollte. Ja. Also in Wolfgang und mir hast du immer jemanden gehabt, der, die gesagt haben, eigentlich müssen wir den Kommunen noch mehr helfen. Ja, also das, da bist du bei uns, triffst du auf offene Ohren. Wir müssen natürlich auch sagen, jetzt im Rahmen von Corona, da will ich auch antworten, als Haushälter ist es so, dass der Bund eigentlich die schwierigste Finanzlage in den nächsten Jahren haben wird. Die Länder sind eher in einer kommoderen Situation. Die Kommunen haben durchschnittlich eine weniger schwierige Situation, aber du weißt ja, wie das ist, wenn der Kopf im Kühlschrank steckt und der Po auf dem Herd, ist es in der Mitte nicht warm. Also die Durchschnittswerte sagen, den Kommunen geht es gar nicht so schlecht, aber es gibt natürlich Kommunen, denen geht es schlecht und anderen geht es sehr gut. Ne? Und da müssen wir eben auch eine Lösung finden. Trotzdem, ja, wenn ich das kurz einwenden darf, gibt es ja auch jetzt schon gute Förderprogramme. Wenn ich mir in Lippstadt ansehe, was an grüner Infrastruktur da jetzt mit Mitteln der EU über den Bund ans Land zur Kommune gefördert wird, da kann ich nur sagen, wird die Stadt wird attraktiver. Also es gibt durchaus Mittel und da ist viel auf dem Weg. Und nach allem, was ich mit Green Deal jetzt lese, mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, dass sinnvolle Dinge in den nächsten Jahren am Geld scheitern. Das kann fast nicht sein. Also da wird so viel Geld in den Markt gepumpt für solche Maßnahmen, dass da eigentlich Möglichkeiten bestehen müssten. Oder sehen Sie das anders, Herr Gross? Nein, also wir haben große Probleme in der Form, dass viele Förderprogramme, die wir haben, in denen die Mittel nicht abgerufen werden, also zeitnah. Das heißt, wir haben also Förderprogramme, die viele Mittel vorhalten, aber es aus unterschiedlichen Gründen eben nicht funktioniert, dass die Mittel zeitnah abgerufen werden, weil eben vor Ort auch Planungspersonal fehlt, weil bestimmte Ressourcen nicht vorhanden sind, weil bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt werden können. Und das sind Probleme, die wir haben. Trotzdem muss man natürlich bei bestimmten Dingen nochmal darüber nachdenken, auch mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Also ich rede jetzt über die Gewerbesteuerausfälle in den Städten, die Städte, die auch stark in der Verschuldung sind. Da helfen natürlich keine Förderprogramme. Aber Sie haben recht, also in der Breite von E-Mobilität bis zur Städtebauförderung liegt viel Geld. Wir zum Beispiel fördern wir morgen 140 Kommunen, kommunale Einrichtungen werden saniert. Ja, das Geld fließt zum Beispiel dann sehr gut ab, aber es gibt andere Programme, das ist relativ schwierig. Also ich will das auch nochmal, das möchte ich nochmal unterstreichen, Michael, weil du gesagt hast, ja, es gibt schon ausreichend, also nicht ausreichend, es gibt aber jede Menge Mittel und die werden in der Tat teilweise nicht verbraucht. Das ist jetzt ein bisschen kritisch, dass ich das sage. Im Kreis Soest sind in den vergangenen Jahren, ich weiß es jetzt nicht, im letzten Jahr bin ich nicht auf dem neuesten Stand, das weiß aber auch Herr Köller, dass da ein Problem besteht, ist es so, dass die Mittel für Förderung gemeinnütziger Wohnbau in Millionenhöhe nicht ausgeschöpft werden. Das ist aber für mich auch nochmal ein zusätzliches Argument dafür, dass ich sage, die private Nachfrage ist nicht so hoch nach diesen Mitteln, dass die Mittel ausgeschöpft werden. Aber kommunale Wohnungsbauunternehmen könnten vielleicht eher garantieren, dass es da zum vollständigen Abfluss und zum Einsatz dieser Mittel kommt.
Also wir machen das in Lippstadt. Wir waren allerdings jahrelang auch mit, glaube ich, einem sozialen Träger noch, der so betreute Betreuungseinrichtungen gebaut hat, die einzigen, die gefördert gebaut haben. Im Moment kann ich es nicht sagen, aber es ist schon so, da gibt es eine Zurückhaltung. Aber wie gesagt, die ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt gerechtfertigt, denn es rechnet sich und es lässt sich darstellen. Aber Herr Gross hat es ja gesagt, manchmal ist es einfach so, ein privater Investor will sich auch die Mühe nicht machen, die damit verbunden ist, eine Planung abzustimmen und dann auch noch jemand mit Wohnberechtigungsschein da reinzunehmen, anstatt frei vermieten zu können. Ja, das ist dann leider so. Ja, weil da die Spannen da nicht stimmen, sagen wir es mal so. Also die sind jetzt nicht so schlecht, aber Sie haben recht, natürlich, wenn ich mich um nichts kümmern muss im frei finanzierten Wohnungsbau, und auch die Marge noch ein bisschen höher ist, ja, dann nehme ich den frei finanzierten Wohnungsbau und brauche keine Fördermittel beantragen, noch auf den Baubeginn warten und vielleicht noch Abstandsflächen im Bad besonders planen. Das sind alles so Dinge, die natürlich ein bisschen lästig sind. Da gebe ich Ihnen. Also nur damit wir uns nicht missverstehen, Herr Keller, das war kein Vorwurf in Richtung Ihrer Wohnungsbaugesellschaft oder der OKWS oder irgendeiner anderen. Die hatten da, glaube ich, eher in der Verwaltung und eben auf der Nachfrageseite durch die Privaten ein Problem. Und in der Tat, es sind mehrere Millionen übrig geblieben, die im Kreis Soest für Fördermittel nicht abgerufen worden sind für einen gemeinnützigen Wohnungsbau. Es heißt auf den Schnack. Und ein Schnack dauert keine 2 Stunden. Sonst ist das kein Schnack. Aber ich glaube, schönes Format, Wolfgang. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch genug geschnackt. Ich kenne auch diesen anderen Spruch aus dem Kreise Soest, den wir da immer, der heißt nicht schnacken, Kopf in Nacken. Aber das ist noch was ganz anderes. Das machen wir jetzt hier nicht. Schade. Weil ich sitze hier in Berlin weit weg, der Christian sitzt am Möhnesee, der Köller sitzt in Lippstadt. Michael, du bist nicht weit weg, wir sind 2 Haushalte, aber wir finden leider nichts. Ich gucke nach draußen, es ist auch schlechtes Wetter in Berlin, da geht man auch nicht von der Tür. Ich glaube, wir haben das aber auch sehr, sagen wir, sehr rund gemacht, die Komplexität. Am Ende steht immer die Frage, was steht auf der To-Do-Liste? Wo kann man das Rad denn nochmal treiben? Ich glaube, auf der Bundesebene wird diese Komplexität der Fragestellung auch Gegenstand von Wahlauseinandersetzungen sein. Wie wollen wir mit diesen Problemen in Zukunft umgehen und wie entwickeln wir sie in Zukunft? Und da gibt es eben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube, auf der kommunalen Ebene, also ich bevorzuge ja immer, sagen wir mal, die sogenannten runden Tische, wo die handeln, sich zusammensetzen und mal darauf vereinbaren, in welche Richtung gehen wir denn jetzt da gemeinsam. Ich weiß nicht, ob sowas im Kreise Soest da möglich oder, aber ich glaube schon auch nötig wäre, auch auf der Ebene der einzelnen Städte und der Kommunen, um auch Bürgerinnen und Bürger an der Stelle mitzunehmen und Vorstellungen zu entwickeln. Wie entwickeln sich denn die Städte und die Gemeinden denn weiter? Das ist eine Dialogfrage, wie man die Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht, auch was ihre Interessen sind. Irgendwann wird das vielleicht mal wieder geschehen können. Jetzt im Moment geht es eben nicht, bedauerlicherweise. Wolfgang, einen Satz noch dazu, wenn ich das sage. Ja, das ist wichtig, dass wir die Bürger mitnehmen und wichtig auf dem Hintergrund der Erfahrung, die ich jetzt kurz sage. Wohnungsbaupolitik, insbesondere Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, war ja, wie ich eben gesagt, jahrelang Thema für die SPD-Kreistagsfraktion. Das war auch Wahlkampfthema. Das Ergebnis kennen wir alle. Wir müssen an der Stelle noch was tun, ja. Naja, ich sehe ja auch die Projekte in Lippstadt, in Bad Sassendorf sehr konkret, am Möhnesee sehr konkret, wo dann auch zum Beispiel generationenübergreifendes Wohnen sich selber organisiert in Genossenschaftsform. Also es gibt Menschen, die sich da auch, ganz persönlich engagieren, weil es einen Bedarf gibt, der auch so einfach von dem Markt nicht gedeckt wird und wo auch so eine Eigeninitiative in Form von genossenschaftlichen Elementen, glaube ich, mit dazugehört, um gerade zum Beispiel in solchen Segmenten Bedarf zu decken. Also
dem muss man auf vielfältigen Raum geben, gerade auf der kommunalen Ebene, da realisiert sich das und nicht irgendwo anders. Also darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es da gibt, wäre, glaube ich, auch für viele auch hochattraktiv, um Ideen zu bekommen mit Blick auf die Zukunft. Aber ich will an dieser Stelle vielen Dank sagen, dass ihr und Sie sich alle an dieser Gesprächsrunde auf einen Schnack beteiligt haben. Die nächste Runde, die wir drehen in diesem Format, ist in wenigen Tagen zum Thema Pflege. Wir machen auch eine Serie, eine Runde zum Thema Industriepolitik, wenn es um die Entwicklung der Gewerblichen, der Industrie im Kreise Soest geht, mit großen Konzernen, kleinen Unternehmen, wo es um das Thema Pflege geht in den Orten, die ja, wo das in Bad Sassendorf, wo das in Lippstadt, in Erwitt, was eine große Rolle spielt. Aber Sie können es dann alle sehen, das wird beworben auf diesen ganzen sozialen Medien. Und ich freue mich auf den nächsten Schnack und bedanke mich für diesen Schnack. Und wir werden weiter schnacken. Glück auf. Schönen Dank und schönen Abend noch. Danke. Vielen Dank. Tschüss.